Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In dieser Folge könnten wir viel erreichen, denn wir sind hier in einer Arena. Zumindest steht hier auf dem Schild, dass das hier die Arena der Tsiluba-Insel sein soll. Mit der Leitung von Pyro. Das hier soll also die Arena sein? Okay. Die Musik ist zwar arenahaft, aber das soll die Arena sein? Das sieht aus wie eine ganz kleine Höhle. Und warum leuchtet der Ausgang so heftig? Warum ist er so komplett gelb? Okay, keine Ahnung. Ja, ziemlich lame die Arena. Ist das Budget irgendwie rausgegangen? Wow! Meine Arena auf der Tsiluba-Insel ist abgebrannt. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkanausbruchs obdachlos. Boah! Aber ich führe meine Tätigkeit als Arenaleiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Es wäre besser, du hast Feuerheiler. Oder einfach nur ein Shiny Garados mit Surfer. Das reicht komplett aus. Er hat nur 3 Pokémon. Okay, ich habe viel mehr erwartet. Okay, Makago ist ziemlich cool. Makago ist ein ziemlich cooles Pokémon. Das Sprite sieht zwar ein bisschen pinkhaft aus, aber es ist trotzdem ein cooles Pokémon. Ja, ich habe wirklich mit einer richtigen Arena gerechnet. In Rot und Blau war das ja so, man musste auf solche Fragen beantworten, so eine Quizshow machen. Ja, hier ist das einfach. Schwimmen zur Tsiluba-Insel, du kämpfst. Cool. Also ich glaube, irgendwie ist den am Ende des Spiels ein bisschen der Speicher ausgegangen. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Folgen vorher drüber geredet. Es sind komplette Areale verkürzt worden. So hart verkürzt bis zum Lächerlichen. Und selbst diese Arena jetzt. Ich meine, die Stadt wurde auch wurde angeblich von einem Vulkan zerstört, obwohl man nie einen Vulkan gesehen hat. Ich denke mal, die Entwickler haben sich das nur ausgedacht, damit die nicht so viel für die Städte und so machen müssen. Kann dann, wie ich es erklären soll, aber ich denke, man weiß, worauf ich hinaus will. Ja, der ist zwar Level 50, aber er kann trotzdem nichts. Nur Feuer-Pokémon als eine Arena, die so spät im Spiel ist, bringt halt gar nichts. Okay, ja gut, Galoppa tankt jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr, weil es 5 Level über mir ist, aber das wird auch gleich down gehen. Also es ist super einfach. Wir werden nicht mehr 5 Minuten in der Folge haben und haben schon in der Arena durch. Also das ist sehr einfach. Furienschlag. Aua, oh nein, da heul ich jetzt rum. Ja, wir werden heute 2 Arenen machen, so gesehen alle Orden. Und dann fangen wir die Vorbereitungen an für das Finale des Spiels. Denn wer es sich noch nicht selber denken kann, wenn wir alle Orden haben, dann können wir zum Finale. Level 47, das ist nice. Immerhin hat das irgendwas gebracht, dieser Kampf. Gut gemacht, ich bin ausgebrannt. Hier, nimm den Vulkanorden. Okay, danke schön. Ja, yeah. Diesmal habe ich verloren, aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Ich werde meine Arena auf der Tsiluba-Insel wieder aufbauen und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Was bist du denn hier? Jawohl. Es ist schon vorüber? Sorry, Kumpel. Die Arena auf der Tsiluba-Insel existiert nicht mehr und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal, du bist auch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ich wusste, du würdest gewinnen. Oh, achso, das ist nicht irgend so ein random Typ. Das ist der Typ, der immer sagt, hey, du Shape in den Spee. Das habe ich zu spät gecheckt. Ja, der Typ ist das. Ich habe ihm die falsche Stimme gegeben, weil er so aussah. Okay. So, jetzt fliegen wir mal wieder zurück nach Vertania City. Bam, 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 bam. So, und jetzt machen wir die Arena hier. Oh yeah. So wirklich zu überlegen, welches Pokémon-Team möchte ich denn benutzen. Das wäre da ganz gut. Garo ist gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt, aber. Wir müssen noch leveln, theoretisch. Könnten wir einfach jemanden nehmen, der viel leveln muss. Ich meine, guckt euch die hier an. Die müssen alle nicht leveln. Lugia ist sehr underlevelt, weil ich ihn kaum benutze. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir benutzen mal Lugia.
Denn wie gesagt, er ist ja wenn alle levelt und er könnte mehr Potenzial haben, wenn wir ihn halt mehr leveln würden. So, und wir haben ja schon gesehen in letzter Folge, dass Blau hinter dieser Arena steckt. Und er müsste jetzt wieder da sein. Willst du den Arena herausfordern? Viel Glück, du wirst es brauchen. Jetzt, ob es so schwer ist. Steht jetzt eigentlich was anderes auf dem Schild? Nein, okay. Na, let's go! In die letzte Arena! Moment, sind ja auch keine Trainer, das war's. Nur er? Man kann zwei Arena-Kämpfe direkt hintereinander machen und das Spiel so gesehen schon fast durch haben? Why? Was hast du denn überhaupt zu sagen? Hey, ein Champion in Spee! Wie läuft es so? Du hast wohl gerade eine Glückssträhne. Der Arenaleiter hat den Champ vor 3 Jahren besiegt. Das wird kein Kinderspiel. Gib alles, was du hast. Okay, erstens stimmt das nicht. Und zum zweiten, wie konntest du in der kurzen Zeit von der Zinnoberinsel aus hierhin in die Arena vor mir? Na, wie auch immer. Pokémon-Logik. Hey, hast du es endlich hergeschafft? Auf den Zinnoberinseln waren wir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arenaleiter in Johto besiegt? Hey, dann müssen die Arenaleiter in Johto ziemliche Jammerlappen sein. Aber nur keine Bange, ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig, Johto-Junge? Oh mein Gott, ich bin einfach der Johto-Junge, Freunde. Okay, oh okay, oh cool, das Sprite. 6 Pokémon? Ja, mit Blau ist nicht zu spaßen. Natürlich fängt er mit Pokémon an, was ich nicht gerechnet habe. Ah. Okay, ja, dann benutzen wir Amphi. Weil Flug-Pokémon, Elektro ist effektiv. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, warum ich jetzt raus switche. Flügelschlag. Flügelschlag gegen dich! Mit meinem Donner! Hm? Blitzkanone, komm! Er ist so overlevelt, sehe ich gerade. Und wir sind so underlevelt. Und natürlich verfehlt's. Schade. Spiegeltrick. Ging daneben. Geil. Aber ich treffe. Und du bist wahrscheinlich One-Hit, oder? Please. Please sei One-Hit. Wie lange das dauert. Ist ja fast schon wie in Diamant und Perl. Oh, Level 44 Lugia. Hydro-Pumpe. Also Mensch, Lugia, ich habe aber nicht gewusst, dass du versuchst, ein gutes Pokémon zu sein in meinem Team. Ist nur das eine Problem, dass ich Kaskade habe und ich es nicht verlernen kann. Und ich wahrscheinlich nichts machen kann jetzt dagegen. Na, will ich Genesung wegmachen für Hydro-Pumpe? Ich lasse es lieber. Es tut mir leid, ich hätte es gerne erlernt, aber man kann in dieser Gen keine Feuerattacken verlernen. Tut sehr weh. Was soll man machen? Ja, dann zeig mal deine Wasser-Abilities hier gegen Rizeros. Ja, Rizeros ist ein ziemlich cooles Pokémon. Fun Fact, das erste Pokémon, was hier gemacht wurde. Und mal gucken, ob Lugia überhaupt irgendwas gegen das Ding ausrichten kann. Ja, kann es. Ja. Ich dachte gerade. Wow, das wäre richtig cool gewesen, hättest du ihn gewonnen. Ich meine, Level 44, Level 56. Und Kaskade ist keine so gute Attacke. Also zumindest von was ich halt weiß von Kaskade. Das ist halt nicht so eine krass gute Attacke. Also ich finde halt immer, wenn VMs gezwungen sind, dann müssen die VM-Attacken aber auch gut sein. So. Sonst ist es halt kacke, wenn du es irgendwem Wichtiges beibringst. Simsala. Da haben wir natürlich Melly für. Aber vor Simsala habe ich bis heute Albträume. Ich weiß nämlich, was Simsala so drauf hat. Ich hatte selber mal einen Simsala in welches Spiel? X, glaube ich, war das. Hatte ich bei Simsala im Team. Stimmt, das war X. Weil da gab es ja noch Mega-Entwicklungen. Und da wollte ich halt die Mega-Entwicklung von Simsala im Team haben. Ist ein sehr gutes Pokémon. Hat einiges drauf. Aber muss halt richtig benutzen können. Alter. Was? Was? Okay, wir switchen raus. Wir switchen raus. Das geht so nicht weiter. Ich versuche es mal wieder mit Lugia. Sorry, Melly, aber ist gerade einfach nicht in der Lage anzukommen. Macht halt nicht viel Damage. Ja. Ja, okay, Verteidigung sinkt. Mag sein.
Shit. Macht es gut Damage? Jein. Jein. Oh Gott, bitte stirb nicht. Ich hab dich geheilt, weil ich wollte einfach nur auf Attack gehen. Ah, shit. Ich hätte heilen müssen. Ah, shit, okay. Suchen wir mal Amphi rein. Amphi wird damit doch locker fertig, oder? Yeah. Okay, noch drei Pokémon, glaube ich, oder? Nice. Brauchen wir. Oh, Grazfurie. Da bekommst du aber sehr spät. Sehr spät sogar. Ich habe immer noch Kratzer. Ja, will ich Grazfurie haben? Will ich das? Ich sag mal ja. Ganz ehrlich, ich sag mal ja. Ich glaube, dass. Ich weiß nicht mehr, in welcher Gen das war, aber ich meine, es war nur in der ersten Gen, wo Kratzer mega OP war. Und das war Kratzfurie. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht mehr. Opai. Kokowai war das, ne? Kokowai ist Pflanze Psycho. Ich glaube, Amphi könnte es tanken. Ich möchte jetzt ungern irgendwen anders rein. Oh, doch, warte. Ich kann doch einfach Flamesack reintun. Der sollte das auch komplett tanken sollen, können. Kokowai hat keine effektive Attacke gegen mich, oder? Hast du irgendwas? Was ist das denn für eine Attacke? Badet im Licht? Okay, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ach, hat sich gereimt. Ich weiß wirklich nicht, was für eine Attacke gerade war von ihm. Er ist 10 Level über mir. Wir müssen wirklich leveln. Ich weiß aber nicht wie. Ah, das war Solarstrahl. Ja, Solarstrahl macht kaum kaum Damage. Hätte das jetzt mehr als die Hälfte gemacht, dann, ja, wäre ich doch drüber geswitcht, aber so ist okay. Bist du down? Bist du unten? Yeah, ist cool. Bam, bam, bam. Zwei Pokémon noch, Gyarados! Da wird ja easy hier, wir haben beide Gyarados im Team, okay, cool. So ein blaues Gyarados. Weg damit. Ich kann nur noch rote sehen. Überhaupt nicht eingebildet oder so. Oh, Hyperstrahl. Oh, überlebe ich's? Oh, nein. Volltreffer. Ich dachte mir schon, warum macht das so viel Damage? Ja, es war ein Crit. Okay, überlegen. Gyarados gegen Gyarados. Let's go. Ich werde mal ganz kurz, bei Leber einsetzen. Wir haben ja ziemlich viele von denen, die wir nicht benutzt haben. Muss ich wieder aufladen. Damit heile ich jetzt nochmal Amphi voll. Ging daneben. Ich switch zu Amphi. Windhose überhaupt. Juckt mich überhaupt nicht so rum. Oh, Regentanz freut mich sehr, aber Regentanz müsste es eigentlich so sein, dass Elektroattacken bessere Chance zu treffen haben, oder ist es nur bei Donner so? Also ich weiß, es nur bei, es auch immer bei Donner ist. Scheiße, Hyperstrahl. Aber irgendwie denke ich manchmal, dass es auch bei allen anderen Elektro-Attacken gilt. Oh, Alter, wie. Jetzt trefft doch endlich! Geht doch. Ja, ich weiß es nie, ob Regentanz alle Elektro-Attacken verstärkt und Wasserattacken oder ob es nur Donner und Wasserattacken verstärkt. Ah, wie auch immer. Es ist down. Wir kriegen Level Up. So ist fein. Was ist dein letztes Pokémon? Wahrscheinlich sein Starter, oder? Nein, ein Arcani. Okay, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Alles klar. Ein Feuer-Pokémon also. Ja, wir wissen ja, wie man mit Feuer-Pokémon umgeht. Wir kühlen sie schön ab. Mit Turbo-Tempo. No. Gebannt! Gib mir den letzten Orden! Alter, wie lange das noch runtergeht? Oh, Top-Genesung. Ah, noch eine!
Was? Okay, Crit. Ich habe ihn gecrittet. Und jetzt bist du down. Keine Top-Genesung mehr für dich, Akani. Und damit haben wir alle Arenen, so ist Deutsch, in dem ganzen Spiel geschafft. Der letzte war blau. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, hier, nimm das. Es ist der Erdorden. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Alle Orden. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Mathe, sondern ein guter Trainer. Oha, was sind wir, Mamfi? Okay, er war mal. Egal. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Okay. Sagst du noch was Besonderes? Dass du es geschafft hast? Junge, Junge, du bist sehr stark. Das war vielleicht ein erfrischender Kampf. Er hat mir Tränen in die Augen gerieben. Cool. So, und jetzt, wo wir alle Orden haben, haben wir so gesehen auch die Afterstory durch. Und können nun an einen komplett neuen Ort. Aber bevor wir diesen Ort uns erkundigen und uns mal anschauen, möchte ich erstmal Berichterstattung machen bei Professor Eich. Denn er wird ja gerne wissen, ob wir es jetzt geschafft haben oder nicht. Und ich denke, da werden wir jetzt wohl zu ihm gehen. Tut ja nicht weh. Bam, 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 bam. Ich könnte auch rüberfliegen, aber ist ja gleich hier um die Ecke, ist ja nicht viel. Dum, bum, bum, bum. Ich springe ein bisschen runter. Moin. So. Da ist es auch schon gleich. Ja, fühlt sich gut an. Jetzt haben wir alle Orden. Sehr nice. Du, 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 du. Professor Eich! Ich habe es geschafft! Wow, das ist hervorragend. Du hast die Orden der Arenaleiter in Kanto erkämpft. Gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Mike? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein großes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist zu gefährlich für einen durchschnittlichen Trainer. Deshalb ist es verboten. Aber für dich, Mike, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau. Von dort kannst du den Silberberg erreichen. Wie geht's mit deinem Pokédex voran? Ja, wir können nun zum Silberberg. Und das ist das Finale des Spiels. Yeah! Und glaubt mir, wenn ihr dachtet, dass Blau mit Level 56 schon hoch wäre, dann habt ihr noch gar nichts gesehen. Deshalb müsste ich eigentlich schon ein bisschen leveln. Ja, zum Indigo-Plateau bitte. Wir werden zum Silberberg wahrscheinlich erst in die nächste Folge kommen. So, zack. So, aber ich habe noch was vor. Und zwar, ich glaube, es passiert irgendwas, wenn man versucht, nochmal das zweite Mal die Liga zu machen. Irgendwas passiert doch, glaube ich. Nein? Scheiße. Jetzt muss ich nochmal machen. Okay. Unerwartet. Na dann, Scheiße, ich hab mich gespeichert. Jetzt muss ich sie wirklich machen. Ich hab nicht dran gedacht. Ups. So, ich habe jetzt nochmal die Liga gemacht, aber ich habe gemerkt, dass wir nicht zur Liga hinfliegen müssen, sondern wir müssen hier von Britannia aus nach links. Und dann kommen wir dorthin, wo wir hinwollen. Wir müssen hier nach links. So, hier gibt es hohes Gras. Hier gibt es, soweit ich weiß, nur so Noob-Pokémon. Ja, Level 4 ist nichts. Ich glaube, hier gab es auch nochmal irgendwas. Oder? Nee. Okay. Nee, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Ist nur noch ein kleiner Weg. Oder? Hier ist auch nichts. Ja, ich lasse es mal. Ich glaube, hier ist nichts. So, und nun sind wir hier. Pokémon-Liga. Siegestraße, Eingang. Ja, sieht ein bisschen anders aus als sonst, aber tatsächlich sind wir hier. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir konnten ja vorher nicht nach links und nicht nach rechts, sondern mussten nach oben zur Siegestraße und dann zur Liga. Jetzt kommen wir gerade von rechts und können nun nach links. Und links ist der Silberberg. Route 28, ja gut, hier ist erstmal eine Route kleine. Gibt es hier irgendwas Besonderes im Gras? Muss mal sehen. Ein Tangela auf Level 59, also ja, hier gibt es starke Pokémon. Kann man schön leveln, das werde ich auch machen. Ihr habt noch gesehen, dass meine Pokémon ein bisschen höher gelevelt sind als sonst. Zumindest jetzt das Lugia sieht man gerade. Hier ist bestimmt irgendwo ein Item, oder? Komm schon. Nicht? Okay, dann nicht.
Da gibt es ein bisschen Gras, mehr gibt es hier nicht. Ist keine, ja, ist keine spannende Route. Oben müssen wir hin. Wie kommen wir nach oben? Ich will mal ganz kurz noch in dieser Folge die Route erkunden, weil ich selber nicht mehr wirklich alles im Kopf habe, wie die Route funktioniert. So, also können wir ein bisschen leveln, aber das spule ich vor. Ist hier richtig? So. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Oh doch, hier ist es richtig. Hier sind wir richtig. Hier gibt es ein Pokémon Center. Und das hat einen sehr wichtigen Grund. Ja, okay, hier sind ein paar Zerschneiderbäume. Ja komm, ich fülle noch wieder die Folge ein bisschen aus und hol die. Warte. Warum bist du hier? Trainer, die nach Stärke streben, erklimmen den Silberberg, trotz seiner vielen Gefahren. Durch ihre treuen Pokémon haben sie das Gefühl, überall hinkommen zu können. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Trainer sind, die denken, boah, ich bin überkrass, ich gehe zum härtesten Ort der Welt. Ja, aber dann wundern die sich am Ende. Tu mal dich weg. Wundern die sich am Ende, dass sie gar nicht vorankommen. Ja, das passiert. So, lass mal ganz kurz schauen, was es hier noch gibt. Da war ja ein Haus. Und da oben ist irgendwie eine sehr interessante Textur. Ja, hier ist ein Haus. Was ist hier drin? Eine ganz entspannte Musik. Oh, du hast mich gefunden. Bitte erzähl niemanden von mir. Ich gebe dir dies, wenn du mich nicht verrätst, bitte. Okay, TM 47. Was ist denn das für eine TM? Wollen wir nochmal sehen, was das für eine TM ist. Hat sich das gelohnt? 47. Ach ja, by the way, die TM muss ich mir auch noch anschauen. Vielleicht mache ich das noch. Stahlflügel ist eine sehr gute Attacke, actually. Ja, vielleicht lerne ich sie. Vielleicht jemanden wie Lugia. Mal schauen. Ibitak! Ja, und dann werden wir uns in der nächsten Folge wieder beim Silberberg sehen. Das Finale von Pokémon Silber. Und hier gibt es übrigens noch einen Sonderbonbon. Ja, die Sonderbonbons werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal verteilen. Also ich denke, in der nächsten Folge werde ich ein bisschen sortiert haben, was an Pokémon angeht. Vielleicht auch gelevelt, vielleicht komme ich so weit. Ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Denn nächstes Mal wird es bestimmt wieder heftig.